Hallo zusammen, willkommen zu KFA 3819, das heißt heute 38. Folge, KFA, Kommentare, Fragen, Antworten, alles was ihr unter den Videos mit dem Hashtag KFA kommuniziert oder kommentiert, das versuche ich heute zu beantworten, oder mich um zu kümmern. Manche Sachen, ich lese hier die Kommentare alle durch, dann wenn ich irgendwas Interessantes finde, was vielleicht noch von Belang wäre oder wo jemand es vergessen hat, das nehme ich natürlich auch mit dran. Ja, und dann hatten wir ja letzte Woche so eine Umfrage gemacht. Die blende ich euch gerade mal ein. Und zwar ging es darum, die Smart Home Umfrage. Wer hat ein Loxonhaus in Planung? Wer ist bereits im Einsatz? Nur Interesse an Smart Home, anderes System in Planung und anderes System im Einsatz. Und das könnt ihr die Quoten hier sehen. Es haben 69 Mann teilgenommen. Ich hatte natürlich mehr gehofft bei 1000 Zuschauern, die das Video gesehen haben, oder mehr noch. Dass dann... da noch ein paar, sag mal, ihr könnt ja nach wie vor noch nachkommentieren, also nachklicken. Das Video ist nach wie vor, die Umfrage läuft ja immer. Mal gucken, da könnte ich das vielleicht mal nächste Woche oder so nochmal, dass wir vielleicht ein paar mehr Zugriffe haben oder mehr Zahlen haben, dass es noch belastbarer ist. Aber mich interessiert halt eben, welche Bereiche habt ihr so, was haben Systeme im Einsatz und. Könnt ihr mal, die es noch nicht gemacht haben, geht noch auf das Video nochmal drauf und klickt dann mal, da kommt dann, wenn ich das, die Umfrage mache, da kommt so ein i, also generell, wenn man das Video aufruft, auch am Handy, ist oben so ein kleines weißes i. Also so ein weißer Kringel mit so einem schwarzen i drin, da draufklicken und dann hat man direkt die Umfrage dann und kann darauf antworten. Weil vielleicht mich würde interessieren, ob noch mehr mitmachen, ob das diese Quote so bleibt oder ob das sich gravierend ändert. Würde mich mal interessieren. Auch schon mal danke, dass ihr mitgemacht habt. Und die noch nicht mitgemacht haben, können da gerne noch mitmachen. Einfach auf das letzte KFA-Video klicken auf KFA 3719 und da könnt ihr mal gucken, könnt ihr gerne noch weiter abstimmen. Abstimmen nicht, sondern an der Umfrage teilnehmen. So, dann schreibt der Christian Kurzmann, das machst du wirklich gut, hast ein Abo von mir. Aber was mir aufgefallen ist, du hast den Schaltschrank nicht geerdet. Der Schaltschrank besteht aus einem Metallgehäuse und entspricht der Schutzklasse 1. Dabei ist auch der orange Bolzen oben links gedacht. Aber noch eine andere Frage, wie machst du das, wenn du zwei Stockwerke bzw. Etagen hast? Lässt du alle Leitungen zum Beispiel im Keller in den Schaltschrank oder verteilt auf die Stockwerke in einem Verteiler laufen? Ja, schon mal danke für das Abo und dass du die Videos guckst. Also, ja, der Schrank ist noch nicht geerdet, da ging es um das Video in Frankfurt, schon ein sehr altes Video, letztes Jahr aus dem Sommer. Den habe ich noch nicht fertig, den Schrank, da waren noch ein paar Sachen zu machen. In Frankfurt habe ich eh noch einige Arbeit. Und die ganze Erdung kommt noch, das ist ein SK1-Schrank, so wie die ganzen anderen Baustellen, die ich habe, sind alles SK1-Schränke. Das Thema Erdung werden wir nochmal ein separates Video drüber machen, weil ich ja sehr viel mit Schutzklasse 1 arbeite, wo alles geerdet werden muss. Das kommt noch. Wenn ich zwei Stockwerke bzw. weitere Etagen habe, also wenn ich ein normales Wohnhaus habe und der Technikraum ist möglichst zentral, versuche ich natürlich immer, alles zentral zu einem Schrank zu ziehen, da habe ich alles auf einmal. Wenn ich jetzt beispielsweise in Pirna habe ich es so, in die Garage kommt eine separate Verteilung, weil ich nicht die ganzen Kabel von der Garage alle durch das Rohr ins Haus ziehen wollte, weil da gibt es dann mehrere Steckdosen noch für Heizung da drin. Da gibt es ja jetzt in der zwei getrennte Garage mit Beleuchtung und so die ganzen Fensterkontakte gibt es da und. Deshalb habe ich da gesagt, da mache ich eine Garage separate Verteilung, das heißt, da geht es in 5x16 hin als Zuleitung und dann noch ein Netzwerkkabel geht in die Garage und ein Kabel, wo ich dann den Tribus drüber schicke und die 24 Volt. Das heißt, mit der 24 Volt werde ich dann einmal über das Cut-Kabel werde ich einmal die 24 Volt schicken, für diese Extension zu versorgen, plus den Tribus, ne? Weil da wird eine Extension reinkommen und da werde ich auch dann die neue Extension, die es in den nächsten Tagen, wenn alles klappt, wenn ich die auf den Markt bringe, wo ich dann wirklich die Handbedienebene habe und habe 16 Ampere Relais drin, weil den Penner werde ich eine normale Extension in die Garage machen, weil ich da ja die digitalen Eingänge für die Fensterkontakte und so brauche. Und dann habe ich ein paar Schaltausgänge, wo ich dann für Beleuchtung und brauche 16 Ampere Ausgänge, weil ich habe geschaltete Steckdosen in der Garage, wo ich so kleine Wandheizkörper, die werden irgendwo, was ich 2 kW oder so haben. Deshalb werde ich das Modul dann da auch schon einsetzen. Aber sonst versuche ich schon mal immer mit den Kabeln immer zentral in einen großen Verteiler zu laufen, wo ich dann wirklich alles auf einen Blick habe, alle Kabel da habe, muss mir nicht Gedanken machen, warte mal, jetzt brauche ich nur irgendein Signal, scheiße, reicht mir die Ader nicht, ich muss noch eine weitere Extension haben und. Dabei suche ich natürlich immer, möglichst zentral zu bleiben, ne?
Was ich rückwärts schon mal mache, ist, auf verschiedenen Etagen eine Airbase irgendwo einzubauen. Das muss ja unbedingt ein Verteiler sein, aber in dem Fall kann ich dir auch sagen, ob ich das unter den Küchenschrank machen oder mache die in irgendeinen Schrank rein, dass ich zumindest eine Airbase habe, um meine Funkreichweite zu erhöhen, wenn ich durch die Kellerdecke schlechte Verbindung nach oben habe und habe zu wenig Repeater im Haus. Ne? Dann schreibt der Josef Pichler. Hashtag KFA. Hoi Markus, vielen Dank für deine Videos. Hab schon sehr viel lernen können, mach weiter so. Könntest du bitte einmal erklären, wie du die Kabellänge und den Kabelquerschnitt berechnest? Was nimmst du für das Loxon-Kabel her? Ab wann ein 2,5 Quadrat-Kabel und ein CAT7? Wie viel Verbraucher hängst du normal an ein Loxon-Kabel? Vielen Dank. Hashtag MSG. So, und zwar Josef, also schon mal vielen Dank auch. Ne? Dann Kabellänge, Leitungsquerschnitt und welche Kabel? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Tastern und zu Fensterkontakten und alles, was Sensorik ist, lege ich eigentlich generell ein CAT7-Kabel, weil ich dann immer 8 Adern zur Verfügung habe. Ne? Das ist im Prinzip da so meine durchgehende Linie. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Drehschalter habe, dann brücke ich natürlich sagen wir, ein paar Räume zusammen. Oder bei Fensterkontakten, im Pin habt ihr gesehen, da habe ich dann zum Beispiel ein Kabel zu wenig eigentlich gelegt, um nur als digitale Eingänge zu haben. Da habe ich mir dann ausgeholfen mit dem Nano DI3, um die ganze Menge an Kontakten dann über das Kabel zu kriegen. Plus nochmal, da habe ich 6 Stück darüber und die 3 anderen über noch die Adern. Ich habe noch eine Ader frei gerade. Da hätte ich später 2 Kabel gelegt, aber damals wusste ich nicht, dass gekippt und geöffnet, ja getrennt, dass beide Fenster alle Kontakte bekommen. Ist natürlich die idealste Lösung. So, und dann bleibt der Lüfter wieder an. Machen wir wieder aus. So, und dann geht es wahrscheinlich bei dem Loxon-Kabel hier um das Drehkabel. Wie viel hänge ich da dran? Und zwar kann ich rechne immer ein Spot mit 10 Watt. Ne? Das heißt, ich sage bei so einem Kabel hier, zum Beispiel hier habe ich jetzt so, hier drin habe ich eine 6,3 Ampere Sicherung. Das heißt, bedingt, wenn ich ein 10 Ampere Netzteil eins hier vormachen würde, 6,3 Ampere. Ne? Das heißt, das wären dann, das muss ich gerade mal rechnen. So, Markus wäre schlecht im Rechnen. Ist gleich, so, 240 Watt, man ja 10 Ampere, ich wollte rechnen, 10 Watt. Durch 24 Volt. Ne? Das sind 0,41 Ampere pro Leuchte. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt sage mal 6 Ampere, also ist gleich 6 Ampere durch die 0,41, käme ich auf 14 Lampen pro Kabel, die ich da drüber laufen lassen müsste. Das wäre, weil ich habe ja gesagt, maximal 6,3 Ampere. Da bin ich auf jeden Fall der sicheren Seite. Ich könnte mehr über das Kabel machen, aber wir sichern ab mit 6,3 Ampere, das heißt 14 Leuchten könnte ich an ein Drehkabel hängen. Da kann ich natürlich auch schön raumweise absichern, weil 14 Leuchten in einem Raum ist ja relativ selten. Wenn der Fall mal eintritt, in so einem großen Raum mit mehr als 14 Spots in einem Raum, dann kann ich natürlich schon wieder ein 2 Kabel legen. Ne? Und halt eben hier, wenn ich entdecke, die Bewegungsmelder habe, die sind ja auch mit über dem Kabel drin, über die dünnen Adern. Und dann beim, wenn ich LED-Stripes baue, lege ich ja 7-adriges Kabel, weil ich gemeinsam plus 24 habe, dann RGBW sind 5 Adern, weil beim 5 Ader habe ich einen grün-gelben dabei, den sollte man nicht unbedingt missbrauchen, deshalb lege ich dann eigentlich ein 7-Ader-Kabel. Und Leitungslängenberechnung. Bei 230 Volt Leitungen sagt man normalerweise so, da gibt es auch Tabellen drüber, habe ich ein 16 Ampere Sicherungsautomat, kann ich bis 18 Meter noch was Leitungslänge gesamt den Stromkreis versorgen. Und 18 Meter noch was ist schon relativ lang. Also wenn man den Raum zentral irgendwo hat, sind 18, noch was, sagen wir mal 18 Meter, kommt man schon relativ weit mit. Natürlich klar, wenn ich jetzt einen Raum habe, der schon 15 Meter entfernt ist, und ich habe da noch mal 10 Meter an Brücken da drin für Steckdosen, da komme ich natürlich dann drüber, da müsste ich dann 2,5 Quadrat legen. Da immer gucken, möglichst, wenn man so ein Haus plant oder sowas, den Technikraum möglichst zentral, aber 18 Meter Kabel ist schon eine Strecke, wo man schon was mit realisieren kann. Ansonsten geht man auf 2,5 Quadrat. Ne?
Oder was man auch machen kann, man geht mit dem Sicherungsautomat dann runter auf B13, kann man runtergehen und sagt dann, was ist, dann habe ich schon ein paar 20 Meter zur Verfügung an Leitungslänge. Ne? Gibt es extra so Tabellen, VDE-Tabellen drüber. Wollen wir irgendwann mal ein separates Video drüber machen, so über Leitungslängen berechnen. Bei 24 Volt Sachen, ne? Da sage ich immer, man kann an jedem Netzteil, gibt es so einen Regler, V-Out, bei den großen gibt es den auch, da kann man die Spannung minimal höher drehen. Da sage ich immer, Leitungslänge von meinem Empfinden her oder vom Gefühl her, dass ich, sag mal, wenn ich 100 Watt hinten dran hängen habe, 100 Watt und 30 Meter ist so eine, für mich so eine Faustformel, die ich so habe. Dann habe ich zwar hinten bei Volllast nicht mehr die kompletten 24 Volt, je nachdem. Und das habe ich dann 1,5 Quadrat bei 100 Watt bis 30 Meter Leitungslänge. Ne? 30 Meter ist sehr weit. Ne? Also selbst in großen Häusern, wo ich schon war, 30 Meter kommt mir das selten hin. Das ist ganz selten. Ich überlege gerade bei dem einen großen Haus, da ging es ja im Keller, Verteilung. In der Verteilung sind wir 5 Meter und dann nochmal 2 Etagen höher, sind 6 Meter. Nochmal dazu sind wir bei 11 Meter. Und dann rüber ins Bad hinten habe ich vielleicht 26, 27 Meter. Das war so eine relativ lange Strecke, weil es ein großes Haus war, waren über 300 Quadratmeter. Oder auch in Pena zum Beispiel, da war das der letzte Raum hinten, das Wohnzimmer hinten. So über die Decke habe ich ja die Leitung dafür gelegt für diese RGBW-Stripes. Da haben wir natürlich mehr als 100 Watt dran. Da habe ich aber nur eine Leitungslänge von, ich will mal so grob sagen, 16, 17, vielleicht 18 Meter Kabel maximal, die ja schräg durchlaufen. Da habe ich an einem Kabel 160 Watt, während 10 Meter sind, glaube ich, 9 Meter noch was. Irgendwo 150 Watt werde ich da dran hängen haben, aber da habe ich eine Leitungslänge von maximal 20 Meter. Ne? So, wo war die Frage? Viele sagen ja auch zum Thema, warum legst du nicht die Taster auch mit dem Drehkabel? Ist ganz einfach. Da lege ich Cut-Kabel, weil ich immer noch andere Optionen haben will. Zum Beispiel in Pirna habe ich ja zum Schluss, wie das hieß, hier kommt noch ein Kamin hin. Da habe ich ja dann aus der letzten Dose, von dem, wo die ganzen Cut-Kabel gebrückt waren, von den Tastern, habe ich ja noch ein Kabel zum Kamin gelegt. Und jetzt nehme ich mir davon 2 Adern. Ich habe ja genug übrig. Ich habe immer noch 4 übrig, weil wenn ich dann einen Taster dran habe. Weil ich habe ja normal 24 Volt, 0 Volt, 3. Da habe ich immer noch 4 Adern übrig. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann nehme ich noch 2 Adern für mein 0 bis 10 Volt Signal, weil aus dem Kamin wollte man die Ofentemperatur auch dann auslesen, die Rauchgastemperatur. Habe ich dann. Hätte ich natürlich ein Riesenproblem, hätte ich jetzt nur hier so ein Kabel hier liegen. Da könnte ich höchstens über die 2 dicken Adern das Notfall noch realisieren beim Taster. Aber da bin ich natürlich auch wieder begrenzt. Wenn ich dann irgendwo noch sage, ich will noch einen One-Wire-Fühler haben, oder will noch einen Fensterkontakter einbinden oder sonst irgendwas, habe ich die Arschkarte gezogen. Deshalb immer lege ich das zu den Tastern. Die Kabel in K7-Kabel. Kann man auch ISTI-Kabel nehmen, wenn man da minimal was sparen will, aber ich mache ja generell K7, das ist vom Auflegen, vom Schirm und weil von der Verdrillung nehme ich generell K7-Kabel, wo ich die wenigsten Störungen habe, dann kann ich auch schön auf der Platine auflegen, habe immer eine Einheitsfarbkodierung, klappt einwandfrei und auch zukünftig auf den Baustellen möchte ich natürlich auch hier die Sicherungsplatine auch einsetzen, wo ich dann wirklich die Kanäle einzeln absichere. Wenn mal hinten irgendwo am Stripe was kaputt geht oder irgendwas kommt auf die Metallschiene drauf von dem Stripe, dass da mal einen Kurzschluss gibt, dass auf jeden Fall das hier abgesichert ist, dann über die Dinger, werde ich dann zukünftig auch machen. Und dann den Herd immer in 2,5 Quadrat legen und die, also 5x2,5, dann eine 16 Ampere Drehstromsteckdose, 2,5 Quadrat im normalen Haus jetzt. Wenn ich lange Strecken habe, klar, dann muss ich irgendwann 4 Quadrat, 6 Quadrat oder mache irgendwo eine separate Unterverteilung, je nach Leitungslänge. Ich rede jetzt immer erstmal gerade von den 18, 20 Meter Kabel, rede ich mir erstmal gerade. Ja, also so grob wie ich so die Kabel lege, ne? Was ich da lege. Ne? Und dann eben bei den Tri-Spots, da reicht da hier das normale Kabel, weil da ist ja der Dimmer in der Leuchte. Da habe ich keine Probleme mit irgendwelchen Funkfrequenzen oder sowas auf dem Kabel. Das ist ja ungeschirmt. Und wenn ich irgendwo Stripes habe, lege ich auf der kompletten Strecke ein geschirmtes Kabel. Entweder ein Ölflex oder ein NYM-Kabel abgeschirmt. Ne? NYM in geschirmt. Außer wo ich einen Pin habe, da habe ich in die Decke oben rein, weil da bin ich ja komplett in einem Metallkäfig drin, durch die Mengen an Eisen, die da drin liegen. Da habe ich gesagt, komm, ich lege die Kabel, die in der Decke liegen, lege ich alle
ungeschirmt, weil da habe ich auch kaum Nährung, so 32 Volt und sowas, nur gerade wo das ins Loch geht zur Verteilung. Und da habe ich dann gesagt, komm, können wir auch da ohne machen. Dann schreibt der Konstantin Haneke. Hi Markus, Hashtag KFA. Kann dir bei Cat 7 nur das Draka ans Netz legen? Ich dachte eine Zeit lang, dass das ganze Cat-Zeug sich nicht wirklich unterscheidet, aber das UC900 SS23 von Draka ist immer deutlich besser als die billigen Varianten, die man sonst im Netz findet. Die einen sind alle leichter wunderbar, mit dem Absetzer absetzen, man muss nicht mit den Fingern fummeln. Gegebenenfalls könntest du auch noch unterschiedliche Farben nutzen, je nachdem ob Steuerung oder LAN-Kabel. So sieht man auch direkt, was in den Netzwerkschrank kommt und was in den Schaltschrank. Grüße aus dem Pott. Hashtag MSG, Konstantin. Ja, schon mal danke, Konstantin, für den Tipp. Gucke ich mir an, das Draka-Kabel. Das Loxon-Kabel ist abgekündigt, das Cut-Kabel. Das wird es nicht mehr lang geben. Ich habe mir jetzt noch ein paar Rollen mir gekauft, paar Dinge, weil ich mir das in Boxen ganz gut fand. Aber ich gucke mir das Draka mal an. Was ich vom Großhandel habe, muss ich gucken, was das für ein Kabel ist. Habe ich irgendwo die Trommel stehen hier? Ich gucke gerade mal. Gerade gemerkt, dass ich das Headset noch im Ohr hatte. Ich habe euch schon gewundert. Ich hatte gerade vorhin telefoniert, bevor ich angefangen habe. Und da habe ich gar nicht gemerkt, dass das Ding noch im Ohr hatte. Ich habe gerade am Kabel mal geguckt. Nee, da steht nur die Typenbezeichnung drauf. Von, das ist ein Kabel, wo der Hersteller, der Großhändler seinen eigenen Namen drauf gedruckt hat. Da kann ich leider nicht wissen, ob es Draka ist, aber könnte schon sein. Also, weil es lässt sich auch sehr gut verarbeiten. Das ist das dunkelgrüne Kabel. Das habt ihr, glaube ich, auch schon mal in Pirna gesehen. Da habe ich schon mit dem dunkelgrünen Kabel gearbeitet. Das ist auch sehr gut in der Verarbeitung. Aber gucke ich mir an, vielleicht kommt echt mit mehreren Kabeln, weil so muss ich immer gucken, ist es ein Netzwerkkabel, ist es ein Dingskabel, also das wäre schon eine Idee. Ne? Ja. Schon mal danke für den Tipp. Ne? Dann schreibt Kieler in UTS. Und schön das Thema Videomatrix von mir ignoriert. Zur Strafe gibt es einen Tag keine Cola. Oder wusstest du es nicht, dann sei dir verziehen. Also alles gut. Kilian, sorry, ich hatte es echt überlesen. Ich habe es danach, nachdem ich einen Kommentar gelesen habe, mal reingeguckt. Aber ich hätte halt mal eine Antwort darauf geben können. Kannst du mir vielleicht schon mal genau beschreiben, was du mit der Videomatrix meinst, wie du sowas vorstellst? Weil ich habe jetzt mir nur drunter vorgestellt, und also für die, die es nicht wissen, es ging letztes Mal, kam eine Frage und da waren mehrere Sachen so untereinander geschrieben und ich hatte das mit der Videomatrix so zwar vorgelesen, aber war gar nicht darauf eingegangen, weil ich hatte gar nicht mehr dran gedacht. Vielleicht kannst du mal schreiben, was du damit meinst, weil in der Videomatrix stelle ich mir jetzt wahrscheinlich vor, dass irgendwo von mir aus ein Rekorder oder mehrere Geräte im Netzwerkschrank sind, dann zentral ein Kabel hochgeht. Oder kannst du mal genau beschreiben, was du damit meinst, was man da machen könnte? Dann kann ich da nochmal im Detail drauf eingehen, wenn ich darüber was weiß. Sonst muss ich mir mal Gedanken machen, wie man was lösen kann. Dann schreibt T0M89M0T. Hashtag KFA, warum sind die Netzteile ohne FI? Ist ganz einfach. Ein Netzteil hat keinen PE-Anschluss. Wenn du dir das Netzteil hier anguckst, hat keinen PE-Anschluss. Die, hast schon recht, die 200, die 10 Ampere Netzteile, die haben meistens einen PE-Anschluss, weil die meistens Metallgehäuse haben. Und zwar, der FI löst ja aus, sobald die Summe der hinfließenden Ströme, also auf dem schwarzen Draht, läuft Strom hin und kommt über den blauen, über den Neutralleiter zurück. Solange das gleiche ist, löst kein FI aus. Es muss also irgendwo hinfließen. Das heißt, bei so einem Plastikgehäuse oder sowas, da kann ja nichts gegen eine Erde wegfließen, gegen den PE. Also kann der FI dann auch nicht auslösen. Und es handelt sich um ein fest eingebautes Gerät im Schaltschrank, weil die FI-Vorschrift besagt ja, also die VDE-Vorschrift für die FIs heißt ja, von Laien bedienbare Steckdosen bis, was jetzt, ich muss überlegen, war es bis 20 Ampere oder ist jetzt geändert worden, bis 32 Ampere, glaube ich, müssen mit einem FI abgesichert werden, plus Steckdosen im Außenbereich. Die sind auch zum Beispiel vom Laien bedienbar. Ne? Und da gibt es halt noch ein paar Sondersachen wie Schwimmbad und so allem Schnickschnack, was da mit FI alles laufen muss und so weiter. Aber hier ist ja ein Netzteil, was im Schaltschrank verbaut ist, wo hinten eine Schutzkleinspannung rauskommt aus dem Netzteil. Da ist kein FI erforderlich. Deshalb baue ich da auch keinen ein, weil es eigentlich wenig Sinn macht, das abzusichern. Weil wenn am Ende nur 24 Volt rauskommen, dann nützt mir der FI nichts, der reagiert gar nicht, wenn hinten jetzt irgendwo, wenn ich hinten dran packe oder so, mir passiert ja eh nichts, eine Schutzkleinspannung, die ungeerdet ist. Eine sogenannte Selbstspannung ist, haben wir ja hier in dem Fall, die nicht geerdet ist. Bei PELF ist die geerdet, aber dann nützt mir der FI auch nicht viel, weil wenn hinten 24 Volt gegen Erde fließen, dann geht das Netzteil, erkennt das vielleicht, aber da löst kein FI aus.
Deshalb baue ich das immer ohne FI. Dann schreibt Simon Gostner: Ich bin neu, habe aber seit Samstag schon ca. 60 Videos geschaut. Ergebnis bis jetzt, mehr als begeistert. Ich wohne in Südtirol. Bei uns werden die E-Anlagen etwas anders ausgeführt. Wir verwenden große Abzweigdosen und nur wenige Stromkreise. Zusätzlich ziehen wir flexible Litzen in Leerrohre ein. Ich wollte dich fragen, wie deine Meinung dazu ist. Verwendest du nur Loxon oder auch andere Systeme wie KNX? Danke Simon. 60 Videos, vor 5 Tagen. Das heißt, war der Kommentar. Das heißt, das war innerhalb von 3 Tagen 6 Videos. Junge, da hast du ja nachts gar nicht mehr geschlafen. Ne? schon mal danke. Ja, und zwar ist in Österreich und teilweise in der Schweiz und auch teilweise in Süddeutschland in vielen, gibt es immer so regionale Unterschiede. Es gibt sehr viele Installationen, Leerrohr mit Einzeldrähten. Du schreibst hier zum Beispiel, hier flexible Litzen werden eingezogen. Dann gibt es auch, wo starre Drähte einzeln eingezogen werden. So ein bisschen regional unterschiedlich. Warum nicht? Ne? Also wenn ich natürlich die Möglichkeit habe. Natürlich muss man natürlich dann noch sauberer installieren. Ich versuche ja schon sauber zu installieren. Dann muss ich auch eher drittfeste Rohre nehmen und sowas. Also ich muss das ja so bauen. Ich muss immer was durchkriegen, weil wenn man so ein Rohr, was leer ist, mal einer draufgetreten, dann ist es ein bisschen platt und dann ist irgendwann Beton drüber oder Estrich, je nachdem, oder in der Dämmung, auch wenn es in der Dämmung liegt und es ist platt gedrückt, mit dem Zugdraht kriegt man es nicht mehr groß geschoben. Muss ich noch sauberer verlegen und bessere Rohre noch nehmen. Zum Beispiel FFKOS-Rohr zum Beispiel heißt das bei uns, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, der Rohrtyp, was relativ druckfest ist. Ne? Warum? Ich find das auch ganz gut. Ist natürlich auch wahnsinnig Arbeit nachher einziehen. Gut, da hatten wir vorher das nicht. Aber warum nicht? Ne? Mit der Anzahl der Stromkreise, das ist auch wieder, das ist Elektriker-Philosophie. Ich mache so viel wie möglich an Stromkreisen. Zum Beispiel in Pinnack sind relativ viele Stromkreise. Das heißt, wenn mal irgendeiner ausfällt, sind noch genug andere Sachen an. So meine Devise, da baue ich auch relativ viele FIs. Und zwar muss man auch mehr als ein FI einbauen, weil es dürfen nie mehr als 50% der Sachen ausfallen, von der Vorschrift her. Deshalb mindestens 2 FIs in dem Wohnhaus. Und deshalb versuche ich auch viele Stromkreise zu machen. Außer in Bayern habt ihr gesehen, da habe ich zum Beispiel auf 10 Stromkreise habe ich die normalen 230 Volt Sachen hier aufgeteilt, weil da ja noch die Vorschrift galt, mit dem Brandschutzschalter einzubauen in Holzhäusern. Die Vorschrift ist jetzt momentan in Änderung, die wird jetzt wegfallen, ist nur noch eine Empfehlung und keine Vorschrift mehr. Verwendest du Loxon auf andere Systeme wie KNX? Also bisher verwende ich nur Loxon. Ich bin mit 2015, wie ich in den Smart Home mal komme, ursprünglich war viel Photovoltaik und Steuerungstechnik, wo ich ursprünglich herkomme, was wir früher gemacht haben. Und dann habe ich überlegt, in welchen Weg geht man jetzt? Und dann habe ich mal in einem Wohnhaus, die habe ich schon mal erzählt, die Story, Wohnhaus in der Fabrikhalle, hat ein Elektriker den Miniserver eingebaut, der hat mir so begeistert davon erzählt. Und dann ein halbes Jahr später, irgendwann, wo die Photovoltaik immer noch weniger wurde, Ende 2014, überlegt, was machen wir? Und dann 2015 habe ich das nochmal angeguckt, Loxon, mir ein Starterpaket bestellt und war direkt begeistert. Und seitdem baue ich halt eben ein Loxon-Haus nach dem anderen. Mit KNX habe ich jetzt noch keine Berührung gehabt. Mal gucken, ich habe zwar schon mal bei jemandem mal ein Netzteil und einen Messaktor eingebaut, so einen Schaltaktor mit Strommessfunktion. Den der Kunde sich selber gekauft hat, aber selber damit noch gar nichts, keine Berührungspunkte gehabt. Es gibt ja sehr viele Elektriker, die kommen von der KNX-Welt zur Loxon-Welt, die das andere System kennen. Ich kenne KNX jetzt nur von anderen Videos oder bei Kollegen schon gesehen, aber noch nie mitgearbeitet. Werde ich mir auch mal angucken, weil man hat ja auch eine KNX-Schnittstelle und man kann ja auch KNX-Sachen kann man anbinden. Ne? Also möglich ist da alles. Ne? Mal gucken, was die Zukunft bringt, da will ich auch nie sagen. Ne? Dass man vielleicht noch irgendwas dazu noch einbindet oder sowas, irgendwelche speziellen Sachen. Es gibt ja auch manchmal auch für Heizungen oder für manche Geräte gibt es nur eine KNX-Schnittstelle und dass man die irgendwie implementieren kann, da werde ich mir dann entsprechend Gedanken machen und das dann auch, mal gucken, da werde ich mich auch mit wieder auseinandersetzen. Noch. Wird noch kommen, nur eben nicht sofort, ich kann nicht alles auf einmal machen. Leider. Dann schreibt der Pascal Ruckes, Hashtag KFA, Hashtag FDR. Hallo Markus, fügst du mittlerweile das Logo im Video ein zwischendurch? Es blitzt immer wieder kurz auf oder meine App spinnt. So langsam kommt der Endspurt näher in jedem Video, bin aber das Endergebnis echt gespannt. Wie planst du eigentlich das Lichtkonzept? Gruß aus Daden, Pascal. Dann schreibt der Manuel G., ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, der Markus will uns blitzdingsen und uns sein Logo unterbewusst ins Hirn einbrennen. MIB im neuen Style. Ich dachte schon, ich wäre endgültig fertig mit der Welt. Ne? Katzendrama schreibt, ich dachte auch erst, das erste Video mit den Blitzen hatte ich mitten in der Nacht geguckt, dann den PC runtergefahren und bin ins Bett. Ich dachte, ich bin jetzt endgültig fertig mit der Welt.
Ne, es war keine Absicht. Es war, es gibt zwei, drei Videos gibt es. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe den Fehler nicht gefunden. Die rennen dann ganz normal durch, ohne irgendeine Fehlermeldung. Und da taucht immer wieder mittendrin das Logo auf. Wo der das hernimmt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt das, ich schneide mit Shotcut, das ist ein kostenloses Schneidprogramm, so ein Open-Source-Projekt ist das. Und da habe ich jetzt mir die neueste Version runtergeladen, weil ich hatte Probleme mit den, als ich noch hier auf dem Laptop was gemacht habe und am Anfang auch mit dem diesen gebrauchten Laptop, den ich mir gekauft hatte, da liefen manche Versionen nicht richtig, ich stütze mir wieder ab. Also habe ich mir die neueste Version jetzt runtergeladen, hoffe, dass das Problem jetzt behoben ist, weil das läuft sauber und auch schneller, auch vom Rendern her. Aber es war keine Absicht. Es gibt ja mal, es gibt so eine Studie, und zwar ist das mal gemacht worden, auch schon ewig her, und zwar ab 24 Bilder wird ein Bild ja flüssig, 24 Bilder pro Sekunde, und es ist mal getestet worden, damals mal in einem Kinofilm, wo es noch richtig der Film als Streifen war, jedes 25. Bild war es, glaube ich, jedes 25. Bild war eine Cola, und da haben die getestet, und zwar am Ende des Films verspürten die ganzen Zuschauer eine Lust auf Cola, obwohl man das Bild nicht bewusst wahrnehmen konnte. Bei mir hat man es ja bewusst wahrgenommen, da war es unterbewusst, aber das Auge sieht hier alle Bilder, fügt die zusammen zu einem Film, und oder das Hirn fügt zusammen so. Und da sah man die Cola-Flasche sah man da gar nicht während des Films, weil das so schnell ist. Ne? Bei 25 pro Sekunde ist natürlich mit 1, fällt nicht auf. Aber danach haben die Leute Lust auf Cola. Das ist mal getestet worden, das funktioniert sogar. Aber das war hier keine Absicht. Wahrscheinlich jetzt mal, das war wahrscheinlich ein ganzer, mehrere Frames, wo das kurz aufblitzt. Aber ich weiß nicht, wo es herkommt, weil das kann eigentlich nur daher kommen, weil das Logo gibt es ja am Anfang des Videos, dass das irgendwie, dass sich das da immer herholt und an welchen Stellen. Weil ich hab mal überlegt, ist es vielleicht im Schnitt gewesen, ne? Ist man einfach mittendrin. Wo das Programm das herholt, gute Frage, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass in neuen Videos das nicht mehr vorkommt. Problem ist auch immer, muss ich euch gestehen, wenn ich ein Video geschnitten habe, ich gucke es mir auch nicht mehr an. Ich schneide es. Ich render es und lade es direkt hoch. Ich gucke es mir gar nicht mehr an, weil auch meist aus Zeitgründen. Außer wenn ich jetzt irgendwas Spezielles geschnitten habe, weiß ich, wo ich noch keine Erfahrung mit habe. Das gucke ich mir nachher an, wie es geworden ist. Zum Beispiel, wenn es jetzt in Slow Motion geht oder sowas, was ich schon mal gemacht habe. Das gucke ich mir dann immer noch mal kurz an, diese Szene. Aber ich gucke eigentlich nie meine eigenen Videos komplett durch. Also ich habe die wenigsten Videos von mir voll durchgeguckt im Ganzen. Nur beim Schnitt halt gucke ich das halt eben immer, ne? Zwangsläufig. Ne? Aber muss ich demnächst vielleicht eher mal das Video angucken, dass ich so einen Fehler merke, bevor es in Upload geht. Ne? Nachteil ist natürlich oft, dass der Upload relativ kurz vor der Veröffentlichung steht. Zum Beispiel jetzt hier KFAs, kann ich mir nicht mehr angucken, weil meistens ist vom Schnitt, Rendern, Hochladen und kurz dann von mir aus vor 7:30, da kommt das Video schon mal später, weil ich muss, das Video lade ich ja zwar hoch in voller Auflösung und dann tut YouTube die ganzen verschiedenen Auflösungen erstmal nach und nach online stellen. Das heißt, die starten mit 240, mit einer Auflösung von 240, dann 360, 480 und dann geht es relativ zügig, dann 720.080 und dass wir das ja mit der HD-Auflösung haben. Und das dauert natürlich immer manchmal eine Zeit, zum Beispiel wenn ich ein KFA-Video von der Stunde habe, dann braucht YouTube fast auch eine Stunde, um alle Auflösungen zu realisieren. Manchmal geht es auch schneller, kommt natürlich darauf an, wie viel gerade hochgeladen werden. Weil aktuell ist es gerade so, pro Minute, ne, werden auf YouTube 450 Stunden Videomaterial hochgeladen. Und dann wahrscheinlich steht, wo man gerade da mittendrin steht beim Umwandeln, weil manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller. Unterschiedlich halt. Aber ich hoffe, das klappt jetzt, ja. So, dann schreibt der Gerd Steh, Hashtag KFA, hi Markus. Weißt du, wie der Trockenbauer den Kasten für die LED-Stripes gebaut hat? Gibt es da ein fertiges Profil? Danko und MSG. Dann schreibt der Tom W., Gerd Steh, eine kleine Handskizze dazu wäre noch super, damit ich mir das noch besser vorstellen kann. Und dann schreibt der Rainer Bergmeier, dann ist so ein Link, indirekte Beleuchtung, Wand, Decke, Stuckprofil für indirekte Beleuchtung und so weiter. Ne? So, ich male euch das mal gerade auf, wie der das gebaut hat. Das ist mein Edding. Jetzt hole ich mir mal einen Block. Hier haben wir noch einen Block. Hol ich euch mal gerade mit der Kamera hier hin. So, und zwar hier ist die Decke. Nur jetzt so schief, wie ich gemalt habe. So, und dann ist im Prinzip hier oben so ein 30er C-Profil, so ein 30er an die Decke geschraubt. Ne? Dann hat er hier neben eine Riegelplatte drauf geplankt. Rechts und links. Und hat hier unten entweder mal so oder so, meistens war es so gebaut,
hier auch so ein C-Profil hier dran geschraubt, an den Rigips, ne? Seitlich dran geschraubt. So, und dann habe ich ja hier neben dann mein Profil dran geschraubt, wo ich dann hier strahle. So, und dann hat der Trockenbauer ein fertiges Profil sich gekauft. Das war damals noch nicht montiert, wie ich da weg bin. Ich habe es das nur angeliefert. Und zwar, wenn das jetzt hier die Wand ist, so, kann man fertig kaufen, aus Rigips, ein Rigips-Kantteil, was ungefähr so aussieht. Das ist nämlich direkt die 45-Grad-Ecke hier vorne, die ist verklebt. Also es ist gefräst. Gibt auch von Festool so eine Fräse dafür, glaube ich, ja. Eine Fräse, um, das heißt, wenn die Platte praktisch, wenn man die normale Rigipsplatte hat, wird hier praktisch so ein V reingefräst bis fast durch. Und dann klappt man das hoch und klebt das hier nur zusammen. Dann braucht man kaum noch was zu spachteln. Das kann man fertig kaufen. Ein Hersteller weiß ich aber jetzt nicht mehr. Und das wird einfach dann hier unten reingeschraubt, ne, hier in das C, das Teil. Und dann hat man dann im Prinzip hier vorne, hier außen kann man eh nicht in die LEDs reingucken, weil da die Wand ist. Ne? Und hier in der Mitte ist hier vorne so leicht aufgekantet, ich glaube es waren 20 mm, dass man halt eben nicht in die Lichtpunkte, dass man die Lichtpunkte auf dem LED-Band nicht so leicht sehen kann und dass es dann etwas homogener wird. Das hat er auf jeden Fall so gebaut. Ich habe es auch schon gesehen, wo Trockenbauer dann einfach nur hier unten eine Platte drunter gemacht haben. Einfach nur eine Platte drunter. Und da habe ich dann selber, damit man das, die LED-Punkte nicht so sieht, habe ich dann hier vorne drauf, machen wir gerade mal hier neu malen, wenn das hier so aussieht, hier ist das LED-Ding, so, das ermöglicht hier vorne einen Überstand, ich glaube, da hat der Trockenbauer mir mal gemacht, ich glaube 6, 7 cm. Und damit man die Punkte trotzdem nicht sah, je nachdem, wie weit man wegstand, konnte man die sehen, habe ich dann hier vorne einfach hier so einen weißen Kunststoffwinkel hier vorne drauf geklebt. Da muss man ein bisschen dann hin und her schieben den Winkel, dass man an der Decke oben eine gerade Linie hat, weil sonst, wenn das natürlich wackelig draufklebt, der Schatten, der dann hoch auf die Decke geworfen wird, natürlich auch ein bisschen wackelig. Da kann man dann mit diesem Profil ein bisschen variieren, dass es nicht stört. Ne? Und ich glaube, ich habe sogar das Profil damals ganz dran geschoben. Dann kommt man, war glaube ich das wenigste Problem, weil danach das Licht ein bisschen verteilt hat. Muss man ein bisschen probieren. Aber das ist natürlich eine sehr gute Lösung, wenn man hier so ein fertiges Teil sich da dran macht. Oder man macht sich selber hier so ein V, können wir mit der Oberfräse theoretisch reinfräsen und nur gut absaugen mit der armen Oberfräse. Sonst staubt ja wie die Sau. Und einfach rumklappen und dann hier drin verkleben. Und schon hat man das fertige Teil. Dann muss man nur hier unten reinschrauben. Und muss nur gerade die Schraubenköpfe verspachteln, kann es direkt streichen. Und braucht dann hier vorne gar nichts mehr in der Kante zu machen. Also praktisch, das wird hier nachher, sagen wir, wenn das jetzt hier so hochgeklappt, das Teil, sieht er dann, sag ich mal, so aus. Wird das einmal rip hochgeklappt. Ne? Und dann ergibt es hier nachher so aus, das heißt nur verklebt. Das heißt, hier unten die Kante ist noch sauber. Da ist das Papier noch dran. Muss man gar nichts mehr extra spachteln. Ne? Diese C-Profile von der Sprache, das sind diese Trockenbauprofile, die kriegt man meist im Baumarkt. Da gibt es ja einmal dieses 65 mal 30, das glaube ich, und da gibt es auch 30, 30, so ein, kann sein, dass es 32 mal 32 ist. Jedenfalls dieses kleine C-Profil Löchern sehr gut verarbeiten. Die habe ich auch falsch erklärt. Das Profil hier oben, das hier, ne, das ist natürlich hochkant an die Decke gedübelt, weil sonst komme ich ja mit der Bohrmaschine nicht rein und dann seitlich reingeschraubt. Halt, habe ich falsch erklärt. Das obere Profil ist das C quasi. Das untere Teil von dem, das untere Teil von dem U ist natürlich oben an der Decke, sonst kann man es ja nicht dübeln. Weil ich hab auch nach Bildern im Internet gesucht, wo man das irgendwie ein bisschen sehen kann, mit dem Innen und Außen. Ich habe auch nach fertigen Sachen gesucht. So. Aber die meisten Profile, die es gibt, oder ganze Systeme, die sind meistens nur ausgerichtet, zum Beispiel an der Wand und indirekte Beleuchtung oder nur gegen die Wand, aber nach beiden Seiten habe ich so an Bildern kaum was im Internet gesehen. Und ich glaube, das sieht danach richtig geil aus, wenn das jetzt drumherum gebaut ist. Seht ihr am nächsten Mal, wenn ich da bin, dann kann ich das ja mit filmen dann. Dann schreibt Imperator 79, Hashtag KFA, hallo Markus, ich dachte, du verwendest zwischenzeitlich nur noch Schienen von Pro-LED, die meist untereinander kompatibel sind und so weiter sind. Gibt es einen bestimmten Grund für den Wechsel der Taktik? Vielleicht könntest du das mal etwas näher erläutern und von deinen Erfahrungen berichten. Besten Dank und MSG. Und dann schreibt Imperator 79 nochmal, Nachtrag, habe ich ja schlecht aufgepasst oder speist du die Stripes nicht mehr mittig? Also,
mit dem Profil, der dann folgende Bewandtnis, und zwar einmal zwei Sachen. A, hatte ich vergessen zu bestellen. Und da brauche ich es noch ganz dringend. Und dann habe ich gedacht, oh, ach scheiße, muss noch dringend bestellen. Hoffentlich ist es in der nächsten, in der Woche, dann mittwochs da oder donnerstags, wenn ich das montieren kann. Und da habe ich gesehen, dass bei Pro LED gab es keine Profile mit so Clipsen, wo ich das irgendwie reinklipsen konnte, weil ich konnte ja außen nicht mehr schrauben, weil ich habe ja keinen Winkelakkuschrauber. Muss ich irgendwann mal zulegen. Und da habe ich gesagt, jetzt gucke ich nach dem Profil, was ich klipsen kann, dass ich außen die Klipse irgendwie dran außen die Klipse dran krieg. Ja, so. Und da habe ich halt eben das Profil gefunden. Das war eigentlich, als ich gewünscht habe, hab ich unter dem Video hatte ich das verlinkt. Das war ja von Amazon. Das waren ja 5 oder 6 Meter Schiene. Ich habe 5 Meter Schiene für, da waren noch 20 Euro oder was das waren. Oder 20 Euro, wenn ich mich recht erinnere. War sehr günstig, das Profil. Und es war genau den Anwendungsfall, den ich brauchte. Nur das gab es eben nur auf die Schnelle, in dem 1 Meter Stück. Glaube ich, wenn ich das länger gesucht hätte, wahrscheinlich hätte ich da mit 2 Meter Stücken arbeiten können. Aber es klappt eigentlich ganz gut mit den Clipsen so. Ich war da zufrieden mit. Ansonsten nach wie vor das Pro LED, außer ich habe noch einen Sonderfall, den ich im PNR einsetze, an Sonderschiene, und zwar zwei Fälle. Und zwar an die Küche kommt in die Mitte so ein Schrank an die Wand, und da ist unten die Holzplatte, ist nur 20 Stück. Und der Stripe sollte relativ weit nach hinten, da habe ich mal geguckt. Also die ganzen Profile von Pro LED, die ja in dem System drin sind, entweder war das zu tief oder zu breit oder zu flach, aber nicht so richtig gefunden, habe ich ein anderes Profil genommen, zeige ich euch dann auch mit Link dann, oder wenn ich das noch finde. Ich habe noch eine Schiene, habe ich noch da gehabt, die war nicht zu flach, die war schon ein bisschen tiefer, dass die gerade so da reingeht. Ich glaube, die war 17 oder 18 tief. Und auch so breit, dass man 12 mm LED-Band reinpasst. Deshalb habe ich auch mal von abgewichen. Das kommt halt eben schon mal vor, dass ich schon mal abweiche, wenn ich gerade das Passende im System drin habe. Sonst versuche ich natürlich möglichst auf einem System zu bleiben, wegen den gleichen Abdeckungen alles gleich zu haben. So, und dann hast du nochmal geschrieben, mit den Stripes nicht mit der mittigen Einspeisung. Also, der Luxon RGBW Stripe. Im Datenblatt steht drin, ich kann da bis zu 10 Meter am Stück mit betreiben. Am Stück, nicht mittendrin eingespeist, sondern am Stück mit betreiben. Und ich hatte da 9 Meter irgendwo rum, 9,20 Meter oder sowas, hatte ich da eine Stripe-Länge. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich speise das nur einmal ein. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Bayern habe ich den Fall ja gehabt, dass ich da in beide Richtungen irgendwo, wo ich da mittig eingespeist habe, da habe ich glaube ich 7 Meter in beide Richtungen gehabt oder so, weil 14 Meter am Stück geht nicht. Deshalb habe ich da natürlich mittig dann eingespeist, die Stripes dann, um das überhaupt hinzukriegen. Aber 10 Meter sind am Stück mit dem Original Luxon Stripe, ist das machbar? Bei anderen Herstellern kann ich da nicht viel zu sagen, es sei denn, der Hersteller sagt, es geht ohne Probleme. Sonst natürlich mittig einspeisen, wenn man natürlich jetzt irgendeine Stripe kauft, wo man es nicht weiß, dann lieber nach 5 Metern einspeisen. Das stimmt. Dann schreibt Nerdfiziert. Hashtag KFA. Moin Markus, du sagtest mal, dass du den Schaltplan der Beinstellation veröffentlichen möchtest. Habe ich das übersehen oder hast du das bislang noch nicht gemacht? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe gesagt, den Schaltplan von Bayern, von Pena werde ich beide veröffentlichen. Bayern bin ich nicht ganz fertig, wisst ihr ja. Und Pena auch noch nicht. Sobald die Baustelle fertig ist, ist der Schaltplan noch online. Weil in Pena kommt ja noch die Garage dazu, es kommen noch ein paar Änderungen mit der Schwimmbad-Pooltechnik und so Sachen. Dann werden die Schaltpläne online gestellt. Werde ich noch machen, die sind dann im Download-Bereich, dann auf der Homepage verfügbar dann. Kommt noch. Ist fest im Plan. So, dann schreibt Steff da, Hashtag KFA, das Konzept der Haube scheint ja ganz schlau, aber irgendwie ist die Umsetzung an manchen Stellen nicht so gelungen. Und wenn der Hauser so ein Ding wünscht, würde ich ihn helfen lassen, das Ding da hochzuwuchten. Ich denke mal, die Details der Haube wurden nicht vorab mit dir abgeklärt, oder? Auf der Grundplatte, die du oben auf dem Dach aufgesetzt hast, bei 47, sieht man rechts unten eine Durchführung und ein Bolzen. Ich denke, das ist für die Erdung. Blöd, nur wenn da kein PE hochgezogen wurde. Hashtag MSG. Ja, Steff da, also, ich wusste damals nur, es wird eine Haube geben mit einem externen Lüfter. Mehr wusste ich nicht. Da war auch die Rede noch mit einem Schalldämpfer noch und oben am Dach kommt ein Haus drauf. So war damals, was so die Gerüchteküche damals so gesagt hat. Ich wusste, was auf mich zukommt. Ich weiß nur, wie ich da hinkam. Hing jetzt das Teil da drunter.
Das Rohr war letztes Mal, da war letztes Mal schon mal ein Rohr oben drin. Den Lüfter am Dach habe ich auch nicht drauf gebaut. Der war ja schon vorhanden. Da hat auch jemand drauf gebaut, schon muss mal der Dachdecker. Aber stimmt, da gibt es nochmal einen extra PE-Anschluss dran. Und die zwei Durchführungen, die du da gesehen hast, da kann man nochmal ein Kabel durchführen für einen Potentiometer-Anschluss. Wahrscheinlich die nächst höhere Variante, kann wahrscheinlich stufenlos dann fahren. Aber ich habe es nicht gewusst, nur wie will ich jetzt noch ein PE hinkriegen, wo einem woher? Weil, weil in dem Kabel war ein PE drin. In dem 7-Aller-Kabel und leider kann ich keinen PE woanders noch herholen. Ist echt blöd, weil wenn ich jetzt noch einen von unten nochmal durchstecke, ich kann auch unten nicht mehr anschließen, als er jetzt schon ist. Blöd, das war natürlich mit mir nicht so abgeklärt, das war nur einfach verfolgende Tatsachen. Und warum der Kunde mir nicht angepackt hat, war ganz einfach, der Kunde war im Urlaub, ne? Da habe ich halt eben darunter gebuchtet. Man hat ja immer diesen Ehrgeiz, man kann das allein hinkriegen. Wenn ihr euch erinnert an meinen Wohnungsumbau mit der Rigipsplatte, mit dem alleine hinkriegen, das ist ab und zu schon mal ein bisschen schwieriger. So, dann schreibt Markus Hartmann. Top, gefällt mir. Eventuell hättest du an der Tür für den Satzverteiler anstatt des Griffes ein Push-Open eingebaut. Aber das ist ja Jammern auf sehr hohem Niveau. Ne? Ja, Markus, also da ging es um die Schaltschrankverkleidung, das Video von gestern, um den Schrank, wo ich das mit Holz eingekleidet habe und sowas oben das Türchen. Und ich kann dir nur sagen, als ich einen Kommentar gelesen habe, ich habe mich selber über mich selber geärgert, da ich so weit gar nicht gedacht habe. Weil so ein Push-Open ist ja nur so ein kleines Plastikteil mit so einem Gasdruck-Dings da innen drin oder mit so einer Feder, was innen nur reingeschraubt, bei der echt den Griff sparen können. Ich habe mich geärgert, als ich so weit gar nicht gedacht habe. Ne? Aber von daher war schon richtig der Kommentar, zukünftig denke ich da dran. Dann schreibt nochmal der Imperator 79, Hashtag KFA, die fettigen Glasplatten rauszunehmen für die Reinigung wird auch ein Spaß. Ich hoffe, die sind wirklich spülmaschinenfest und passen da wirklich rein. Zeigst du noch, wie das Ganze verdrahlt und mit Loxon gesteuert wird? Kommt da noch ein Touch Surface zum Einsatz? Hashtag MSG. Also, ich habe die Haube nicht gekauft. Ich habe auch gedacht, da hat man nur die Schlitze da drin, irgendwas ist wahrscheinlich voll fett. Aber ich gehe davon aus, dass die Spülmaschinen fest sind. Ich hoffe, dass Miele da so weit gedacht hat. Und passen die auch wirklich da rein? Ne? Ja, ich überlege gerade, wenn man den Korb oben rauslässt, dann in der Spülmaschine. Mal gucken, die Spülmaschine kommt ja irgendwann in den nächsten Wochen wahrscheinlich dann. Und dann kann ich die dann, wenn ich die, dann kann ich ja mal gucken, ob so eine Platte reinpasst. Wie das Ganze verdrahtet wird. Also, da ist eigentlich nicht viel zu bei der Haube. Und zwar ist das so, die Haube geht ja mit nicht mit Infrarot ist nicht zu steuern, die ist nur mit Funk zu steuern. Und da ist es so, dass das Kochfeld unten hat einen Anschluss dran, wo man so einen Adapter, war so eine Adapterkarte dabei, die muss man da einstecken, dass das Kochfeld steuert die Haube an. In dem Fall, was ich auf jeden Fall darauf eingehe, weil die Haube hat erstmal nur Spannung, die über ein Relais geschaltet ist. Ne? Und dann müssen wir uns dann Gedanken machen, was der Schornsteinfeger sagt. Thema Unterdruckwächter oder sagt hier, das Fenster muss gekippt sein, sonst Haube nicht. Das muss der Schornsteinfeger vor Ort entscheiden, was da in Einsatz kommt. Touch Surface kommt in Pirna nicht zum Einsatz, weil er wollte nicht die Küchenplatte nicht bearbeiten. Aber vielleicht, es kommt jetzt kommende Woche zwei neue Produkte von Loxon auf den Markt. Davon wäre wahrscheinlich eins interessant für Pirna. Da können wir dann drauf eingehen. Lasst euch überraschen. Manche wissen ja schon, was kommt. Aber die Woche gibt es auf jeden Fall eine Neuheit, die für Pirna auch sehr interessant wäre. Auch für die Küche vor allem. Ne? So, dann schreibt der Gerd Steh, Hashtag KFA. Hallo, wer ebenfalls die Ausschnitte nicht per Hand machen möchte, kann das auch zum Beispiel hier mitmachen. Festool und so weiter. Gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Hashtag MSG. Gerd, schon mal danke für den Tipp. Und zwar, ich kannte die Maschinen nicht. Und zwar ist das im Prinzip wie eine Mauer-Nutfräse. Kann man auch Steine mitschneiden, drum dran mit einer Führungsschiene von Festool. Und auch gar nicht mal so extrem teuer. Irgendwo 300 noch was Euro, glaube ich, was ich da gesehen habe. Die kleine. Und da kann man ja wahrscheinlich auch Fleckscheiben drauf machen und sowas, so sah es aus. Nur wahrscheinlich Fleckscheiben und Staubsauger soll man besser nicht machen. Wahrscheinlich dann ohne. Wegen den Funken. Aber gut. Aber werde ich mich damit befassen, das hat mich wirklich interessiert, weil das ist nämlich für mich auch ein Thema, weil so exakt auf Mühe genau schneiden ist wirklich schwer. So exakt genau ist das auch nicht geworden, dass man jetzt sagen könnte, wenn du eine Latte dran hältst, hast du exakt auf Mühe geschnitten. Und damit wäre es natürlich machbar mit so einem Gerät. Guckt euch, wenn das interessiert, mit geraden Ausschnitten zu machen oder auch im Garten einen Stein gerade abzuschneiden. Ist ein geiles Gerät. Ich kannte es bisher noch gar nicht. Ich finde es geil.
Deshalb will ich mal gucken, ob ich mir vielleicht sowas irgendwann mal zulege. Also mir gefällt es wirklich. Aber zu dem Thema noch mit den Schaltschranktüren. Ich werde mir Kontakt mit einem Großhändler aufnehmen, jetzt die nächsten Tage. Der hat mittlerweile ein Bearbeitungszentrum. Das heißt, dass ich mal mit dem gucke, ob man irgendwelche Möglichkeiten haben, auch wie das ist, eventuell mit deutschlandweiten Versand oder so. Will ich mit dem mal gucken, ob da eine Möglichkeit gibt, weil der jetzt ein Bearbeitungszentrum, da könnte ich, das, will ich mal fragen, was das an Aufpreis kostet, wenn ich sage, ich kaufe bei dir den Schaltschrank und bitte mach mir vorne diese Löcher in die Tür und gegebenenfalls auch oben in das Deckblech für die Flansche, werde ich den mal fragen und ich sag mal einen Preis machen und vielleicht können wir jetzt auch eine vernünftige Lösung finden für den, der es nicht ausschneiden will, wo es direkt am Bearbeitungszentrum mitgemacht wird. Gucken wir dann mal, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid, dann, wenn ich dann eine Info zu habe. Ne? Dann schreibt der Lukas Hellfeuer. Hashtag KFA, was sagst du zu dem Thema Stauwärme beim Sattverteiler? Lieben Gruß, Lukas. Ja, zu dem Thema Wärme da, Lukas, und zwar wird nicht viel entstehen, weil, oder die Wärme kann weg, weil ich habe ja nur seitlich die Platte oben her abgedichtet. Die beiden anderen Platten, sowohl die Platte, die hinten drin steht, als auch die Platte, die seitlich zu dem Schrank steht, die hat nach oben, sind ja 5 oder 6 mm Luft zur Decke, wo die Wärme oben weg kann, die da minimal drin entstehen kann. Plus die Tür ist ja auch nicht komplett dicht. Also ich glaube nicht, dass der heiß wird, weil der fährt ja nicht, hat ja keine große Last, das Teil. Das hat ja nur ein paar Watt. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen drüber, dass das da von der Hitze nicht ist. Ich habe ja auch daneben, auch bei dem, habt ihr vielleicht gesehen auf dem Video, warum oberhalb des Netzwerkschrankes, warum da oben alles noch frei ist. Im Netzwerkschrank habe ich ja die ganzen Ausbrüche alle aufgemacht, nach oben und nach hinten und so weiter, dass auf jeden Fall die Wärme komplett oben weg kann, vom Musikserver, vom Verstärker, vom PoE-Switch und alles, was da warm wird, kann die, dass die Wärme raus kann. Ne? Weil die Tür vorne ist zwar auch nicht rundherum dicht, da ist auch genug Luft und plus die ganzen Löcher, die noch überall da drin sind, aber es steht eben viel Wärme, die muss raus. Das heißt halt, kann man noch einen Lüfter in den Netzwerkschrank einbauen, aber ich denke mal, es funktioniert so. Und in Bayern gab es bisher keine Ausfälle bei den Netzwerkschränken, ich habe jedenfalls nichts gehört, wo wir da ja 3 Verstärker drin am Laufen haben. Ja, das waren für heute schon die ganzen KFAs. Waren gar nicht so viele diesmal, aber ich habe sie gerne beantwortet. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten drunter. Kein Thema. Ich beantworte sie gern. Würde ich sagen, macht's gut. Macht's schwer gut. Bis zum nächsten Videos. Ciao.